Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Test Train Simulator 2017. Heute möchte ich euch in diesem ersten Teil die gestern Abend neu erschienene RSSLO-Strecke vorstellen, und zwar einmal die Brenner- und Unterinntalbahn. Wir starten hier am Brenner, dem österreichisch-italienischen Grenzbahnhof, und fahren in unserem ersten Teil talentiert hinunter nach Innsbruck, hinab ins Inntal. Und werden an jeder Station halten und uns ein bisschen die Gegend dann auch ansehen, wie die Strecke gestaltet ist oder so. Ja, wir fahren mit einem ÖBB-Talent der Reihe 4024 mit dem Tiroler Repaint. Und kleinen Sound-Update, was es da im RW Austria Forum gab. Ja, zunächst einmal, bevor wir uns hier mal umschauen, starten wir mal das Fahrzeug. Jetzt müssen wir mal in diesen Führerstand gehen. Super, so. Licht an. PZB an. So, hier können wir Rollo runter machen. Brauchen wir ja nicht. So, jetzt gehen wir hier. Zack. Panto heben. Und mit dem Lautstärke. So. Zugnummer können wir eigentlich irgendeine eingeben. 7012 passt. Jo, perfekt. Kanal. Ist mir jetzt auch egal, was wir fahren. So, Innsbruck war, glaube ich, Ziel 3. Ne, Graz, Ziel 4. Innsbruck. Innsbruck, perfekt. Können wir die Tür noch aufmachen? Bevor wir hier losfahren, schauen wir uns mal hier den Grenzbahnhof an. Vor uns steht eine weitere Garnitur der Reihe 4024 der österreichischen Bundesbahnen. Hier in der Gegenrichtung, wo wir gerade hinsehen, geht es in Richtung Bozen, Verona, Venezia. Weiter durch Italien. Hier so richtig schön typische italienische Stationsnamen und natürlich auch das, so ein typisches italienisches Empfangsgebäude halt. Hier der Frachtenbahnhof. Hier mit den Lokomotiven auch. Praktisch, wenn sie jetzt keine Zulassung für Italien haben oder nicht das italienische Stromsystem benutzen können, werden diese Lokomotiven hier gewechselt. Hier ein Schuppen. Ja. Hier noch einige weitere Bahnsteige. Wieder ein paar Güterwagen abgestellt. Hier natürlich Uskita, Ausgang. Ja. So, natürlich so typisch italienische Fahrleitungen, denn die Italien besitzen ja Gleichstrom, ich glaube mit 3 Kilovolt. Und in Österreich halt sowie das deutsche Stromsystem, Wechselstrom. So, Stellwerk. Ja, die läuft da irgendwie in Zeitlupe dadurch, die Frau. Ja, ich denke mir mal, dann werden wir mal langsam uns in Richtung Innsbruck begeben. Das brauchen wir ja nicht, den Bildschirm. So, Tür zu. Türen geschlossen. Abfahrt. Streckenmonitor mache ich auch mal an. Im zweiten Teil fahren wir dann natürlich von Innsbruck dann weiter in Richtung Kufstein. Oder halt von Kufstein nach Innsbruck, je nachdem.
Was war das hier mit 30? Brennero Brenner. Gleich erreichen wir auch die Staatsgrenze zwischen Italien und Österreich. Die Brennerbahn ist eine sehr wichtige Achse im Nord-Süd-Verkehr. Na gut, die Weichen sind teilweise nicht so schön, weil die Zungen halt nicht richtig zeigen, wo es lang geht. Das ist nicht so schön, finde ich. Hier Signalnachahmer, das heißt, für uns ist frei. Das heißt, wir können gleich auf 70 km/h beschleunigen. Die Strecke führt hier gleich steil bergab. Und wir werden auch die berühmte Panoramakurve von St. Jodoc passieren. Ja, das ist die letzten italienischen Masten und vor uns das erste österreichische. Hier geht es auch schon bergab. Man sieht ja auch deutlich das Gefälle. Deswegen brauchen wir jetzt hier nicht Vollgas beschleunigen. Vor uns das erste österreichische Signal. Die Strecke kostet 29,90, also 30 Euro. Im RSSLO-Shop. Was mir leider auch aufgefallen ist, dass auf dem Abschnitt im Inntal, auf diesen Schnellfahrstrecken, normalerweise in den Tunnel 200 ist. Aber wir können ja gar nicht 200 fahren, wenn wir PZB anhaben, weil ETCS ist da normalerweise verlegt. Man hätte ja auch LZB machen können. Das finde ich allerdings schade, weil wenn man da dort 200 fahren möchte, muss man halt PZB ausschalten oder anhalten oder je nachdem wie immer. Oder wenn man es anlässt, nur 160, weil sonst wird man ja zwangsgebremst. Vielleicht könnte man es ja noch als Update liefern. Wäre wünschenswert. Also mit dem Talent kann man sehr gut fahren, also der hält ja auch hier die Geschwindigkeit. Schlusslicht ist an, jo, alles klar. Mal gucken. Ich dachte, er hätte Schlusslicht vergessen. Der nächste Halt ist Gries. Erster Halt auf österreichischer Seite. Also ich bin diesen Abschnitt schon gefahren. Persönlich finde ich, es ist eine schöne Strecke, Brennerbahn. Ist halt nichts für Leute, die gerne mal schnell fahren wollen. In der nächsten Station schauen wir uns mal an, was euch in der Strecke, auf der Strecke so erwartet. Das sind ja gut 150 Kilometer, die ihr hier fahren könnt, von Kuhstein bis Brenner. Wünschenswert wäre es noch gewesen bis Rosenheim. Da hätte man ja von Augsburg nach München und dann Rosenheim so ein schön langes Szenario machen können, halt gesplittet. Aber gut. Am linken Hang die Brennerautobahn. Da ist die. Gries am Brenner. Wenn wir in St. Jodoc sind, dann werden wir uns dann die Panoramakurve in Ruhe mal ansehen, weil während der Fahrt ist das immer so ein bisschen, ja,
knifflig, ne? Schönes Empfangsgebäude hier in Gries. So, mit der Taste 9 schauen wir uns mal an. Hier sind wir, ach, Innsbruck sind wir noch nicht. Da fahren wir ja erst hin. Wir sind ja jetzt hier am Gries. Hier ist ja die Panoramakurve. Hier fahren wir dann weiter. Wir fahren übrigens einen Quick Drive. Nur zur Info, weil kann man sich ja alles in Ruhe ansehen. Und hier ist der Abzweig zum Inntal-Tunnel. Den kann man auch durchfahren. Das ist übrigens der längste Eisenbahntunnel Österreichs. Das ist die sogenannte Umfahrung Innsbruck. Hier ist der Innsbrucker Westbahnhof. Den kann man auch fahren. Hier ist die Arlbergstrecke, hier ist die Mittenwaldbahn. Ja, die kann man ein Stück fahren. Die gibt es auch von RSSLO. Die habe ich ja auch Let's Played. Muss man einfach nur auf meinem Kanal gucken. Hier geht's, hier ist der Innsbrucker Hauptbahnhof, Tiroler Landeshauptstadt. Und hier geht es dann auch weiter. Hier ist Hall in Tirol. Großer Frachtenbahnhof, Rangierbahnhof. Hier mündet dann die Innsbrucker Südumfahrung wieder ein. Dann geht es hier ein bisschen weiter über Fritzens Wattens. Und da zweigt auch die Neubaustrecke dann ab. Durch einen sehr langen Tunnel. Tempo 200 ist da. Also hier ist die alte Strecke. Man kann ja beides fahren. Schwarz. Dann mündet sie hier wieder ein. Dann geht es wieder kurz oberirdisch. Und dann geht es wieder unterirdisch. Hier ist Jenbach. Bekannt durch die Zillertalbahn. Und die Aachenseebahn. Hier geht es dann auch weiter. Ja. Hier ist dann Wörgl. Hier ist der Abzweig der Giselabahn. Die Strecke, die durch Österreich führt, über Kitzbühel, Zell am See. Ich meine, ja, Zell am See und Schwarzach-St. Quay, Tauernbahn, bekannt. Und weiter über Bischofshofen nach Salzburg. Auch eine sehr reizvolle Strecke entlang der Salzach. Und hier geht es dann weiter nach Kufstein. Hier. Dort endet auch Meridian von München her, wie früher N-Wagen mit 111. Und hier würde es dann praktisch weitergehen nach Rosenheim. Ist auch nicht weit. Deswegen, ja. So, dann wollen wir mal weiterfahren. Ah, der erste Tunnel. Talentiert.
Am linken Hang seht ihr St. Jodok. An dem linken Hang fahren wir gleich. Haben wir gleich die Panoramakurve von St. Jodok. Haben wir uns ein schönes Bild hier. Oh, Genkurs. Auch wieder Talent. Warum sind wir gefahren am Hang? Früher fuhren sogar hier 111er mit österreichischen Personenwagen den Brenner hinauf. Also die 111 kam schon mal zum Brenner. Früher. Das ist aber heute Geschichte. St. Jodok. Kurvenbeerhöhung hier. Ja, das ist hier der Ort St. Jodok mit der Kirche. Im Hintergrund ja die Panoramakurve. Eigentlich die interessanteste Sehenswürdigkeit hier an der Brennerlinie. Man fährt ja hier praktisch hier und dann fährt man hier hinauf. Vor uns die bekannte Europabrücke der Brennerautobahn. Ja. Schön. So. Weiter geht's. Auch sehr schön Hektometertafeln. Das heißt, wenn man jetzt Fahrplan hätte, da könnte man auch mitarbeiten. Da ist die Europabrücke. Der nächste Halt ist Steinach in Tirol. Es werden übrigens auch Szenarios hier mitgeliefert. Allerdings braucht ihr einiges dann an Freeware-Material von Every Austria, also Rollmaterial, das ihr eigentlich schon besitzen müsstet, wenn ihr schon die Tauernbahn von RSSR war, jetzt ja auch, musste man ja auch für die Szenarios die runterladen.
Steinach in Tirol. Kann man gut reinknallen in den Bahnhof hier mit dem Talent. Talentiert. Da geht's. Geht stetig bergab mit fast 20 Promille. Der nächste Halt ist Matrei. Matrei.
Wir halten unterwegs noch in Matrei sind wir ja jetzt. Wir halten dann noch in. Wo ist der nächste Halt eigentlich? Patsch. Dann nochmal den Unterberg. Und da kommt auch schon Innsbruck. Weiter geht's. Oh, 1044 kommt, beziehungsweise 1144. Güterzug. Kirche von Matrei. Also persönlich gefällt mir die Strecke ganz gut. Die Brennerbahn ist ja eine sehr wichtige Strecke, habe ich ja schon gesagt. Und die im Simulator zu fahren, inklusive dem Inntal-Tunnel und die Umfahrungen und so, die Begradigungen sind schon doch ganz schön. Die einigen Kleinigkeiten, die da sind, zum Beispiel, die kann man ja irgendwann mal in einem Update patchen oder so. Man macht halt die PZB aus. Geplant ist ja so eine Art Brennerbasistunnel. Ist aber schon lange im Gespräch, aber da sieht man ja noch nichts.
ist halt Patsch. Voll lustig, Patsch. Kurzer Tunnel. Patsch, Ausstieg rechts. So, weiter geht's. Das ist die Brennerautobahn. Unterberg Stephansbrücke. Unser letzter Halt.
perfekt gehalten. Passt. Oh, L44 kommt. Doppeltraktion mit Kesselwagen. Ja. Den kurzen Zug. Nächster Halt, Innsbruck. Rechts jetzt der Abzweig zur Umfahrung Innsbruck mit dem Inntal-Tunnel vor uns, der zurzeit längste Eisenbahntunnel Österreichs. Zeigt er ab, der Inntal-Tunnel. Tunnel. Oh, schöne Gleise hier jetzt. Sieht auch cool aus. Wir erreichen nun die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck in Inntal. Ist das jetzt hier so gewollt, dass ich hier keine Fahrleitung habe, oder weiß ich nicht. Oder hat man da die Fahrleitung vergessen? Hm. Rechts die Abzweigung in den Frachtenbahnhof.
Von links nähern sich die Strecken die Arlbergbahn aus Bludenz und die Mittenwaldbahn aus Garmisch-Partenkirchen. Sehr gute Diesel-Lok. Drehscheibe und das BW Innsbruck. Alpenstaubsauger steht auf der Drehscheibe. Stromabnehmer angehoben. Oh, oh, oh. Ja, solange der nicht dreht, dann ist gut. Sonst verfängt sich ja der in der Fahrradspinne. In Innsbruck endet der erste Teil des Letztests über die Brennerbahn und Inntalbahn. Ich hoffe, das Letztest hat euch gefallen über die Brennerbahn. Und wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar drunter, wie ihr die Strecke findet und das Let's Play fand. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und sage, das nächste Mal fahren wir dann die weiterführende Strecke nach Kufstein oder von Kufstein nach Innsbruck. Meine persönliche Meinung zum ersten Teil. Schöne Strecke. Mir gefällt sie. Ist mal wieder was Schönes aus Österreich. Gibt natürlich einige Kleinigkeiten, aber kann man ja fixen und ja. Bis zum nächsten Mal. Endstation. Mit einer Zwangsbremsung. Super. Toll. Gut. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschüss. Das ist unser Talent.